Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr da seid. Ich bin euer Sly und ich kämpfe gerade mit der modernen Technik. Moment, Controller. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ich will zurück. Hä? Warum? Wieso? Weshalb? Wieso? Was kann ich denn nicht? Hä? Multi-Kill. Okay, fortfahren. Ich habe keine Ahnung, was ich getan habe, aber ja. Vielen lieben Dank für den Resubscribe. Was ist los? Ja, ich habe mich irgendwie verklickt. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Ich glaube, ich tue gerade nochmal das Spiel neu starten. Ich bin gerade unsicher, was ich getan habe. Darum starte ich das einfach nochmal neu. Ja, Unsicherheit, liebe Leute. Unsicherheit. Ja, bevor ich hier irgendeine Scheiße mache oder so, starte ich das Spiel lieber nochmal neu. Jetzt nochmal die extra gute Gänsehaut nur für euch. Gerne. Nee, ich habe zu danken. Ich habe für den Resubscribe zu danken, mein Lieber. So. Eigentlich klickt man drauf und es ist immer schon automatisch fortfahren gewesen. Darum war ich gerade irritiert, dass es nicht so war wie sonst auch. Okay, es war wie immer. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht wieder am Wasser anfangen. Falls ja, sollte das ja hoffentlich schnell gehen. Hoffe ich. Keine Ahnung. Ich war das letzte Mal stehen geblieben. Bei diesen komischen Branddrehteilen. Ach, Gott sei Dank. Okay. So, hier bin ich stehen geblieben. Genau. Mein guter Freund. Da hinten. Ne? So. Ist das hier schon alles? Oh, das muss ich alles nochmal holen. Okay, dann mache ich mal gerade erst auf. Alkohol. Ja, genau. Mach nochmal ein bisschen Werbung. Danke, Brina. So. Den hier muss ich gleich nochmal öffnen. Und ich weiß nicht, ob ich einfach hier nicht schon hin muss. Aber ich muss den Typen da irgendwie rüberkriegen. Und ich habe noch nicht rausbekommen, wie. Oh, die Kackecke. Ja, da bin ich ja schon mal ruhig. Ich hab hier jemanden im Chat, das ist die gute Jessie. Die, hat das Spiel schon durch. Und ich hab jemanden, der mir helfen kann, wenn ich nicht geschissen bekomme. Lass dir Zeit, solange sie hier nicht hochklettern. Ey. Ja. Ich möchte noch ein bisschen rätseln. Ah, ich hasse das, dass wenn du... Ich drück Y und da muss ich loslassen, damit ich nochmal Y drücken kann. Anstatt Y durchzudrücken und er automatisch den Befehl mit einem Befehl nimmt, muss ich das immer zweimal geben. Weil normalerweise drückt man Y und dann wird das ja beibehalten. Nee, diesmal nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich die rüberbekomme. Vermutung wäre immer noch, dass ich... Also, ne? Eine Vermutung, liebe Leute. Dass ich hier vorne irgendwie einen Schwefel hinschmeißen muss. Eine Vermutung. Und diesen Schwefel anzünden, damit er Licht hat. Während ich den hier dann gleichzeitig rüberschicke. Wie gesagt, Vermutung? Keine Ahnung. Das weiß ich leider noch nicht. Mein Problem ist auch hier, der Strohballen ist leider schon abgebrannt. Das heißt, da kriege ich nicht ran. Äh.
Das macht sie sicherlich, hoffe ich mal. Hoffe ich. Okay. So. Erstmal mache ich die normale Steinschleuder. So. Weil ich bin noch nicht schlauer. Mal sehen, was da drin ist. Blut. So. Das brennt jetzt hier und die Ratten kommen wieder. Ne? So, ich habe aber die Kante da aufgemacht. Das heißt, ich könnte von hier jetzt relativ schnell da wieder rüber. So. Hier habe ich aktuell... Oh. Doch, da habe ich was. Oh. Oh, das sehe ich jetzt erst. Bringt mir das was? Ah, ist eine Leiter. Ich habe doch was gefunden. Nice, Moment. Vielleicht brauche ich doch keine Hilfe. Schauen wir mal. Ich glaube, ich habe noch nicht genug Teile zum Craften, oder? Machen lässt. Ne, mir fehlen 10. Oder 5. Oh. Und ein Werkzeug. Also egal, was ich mache, ich habe zu wenig. Na toll. Okay, ich habe eine Leiter. Die habe ich vorher nicht gesehen. Schauen wir mal, was sie mir jetzt bringt. Mhm. Okay. Was ist denn hier oben? Menschen. Hey, das ist irgendwie ein Steinbruch oder sowas. Ich glaube, dass ich hier hin muss erstmal. Das Laufen ist auch so bescheuert. Verwerten. Oh, 2 Stücke. Okay. Weil normalerweise würde man zum Rennen... Das ist halt auch mal die Sache. Normalerweise würde man zum Rennen immer einen Knopf drücken. Also logischerweise Mausknopf reindrücken. Seht ihr ja hier. Rennen ist hier RT. Warum? Keine fucking Idee. Jetzt hör auf zu weinen, Junge. Ich helfe doch schon so gut ich kann. So, kann ich die Axt auch verwerten? Warum nicht? So, was habe ich denn hier oben? Oh, hier war der Rennbefehl endlich mal wieder aktiv. Moment, warum kann ich denn hier oben hin, wenn ich hier nichts machen kann? Hat das irgendwas mit diesem Rad auf sich? Aber da komme ich ja nicht hin. Hä? Sehe ich etwas? Also meine Schleuder kann ich nicht benutzen. Ich komme hier nicht weiter. Oh. Da hin nicht. Nein, ich freue mich über weitere Stücke, aber... Was soll ich denn hier?
muss doch eine Funktion haben, warum ich hier hoch kann. I don't get it. Es wird irgendwas mit später zu tun haben. Und guck mal, man könnte ja rein. Ich würde ja gern da oben drauf schießen, auf die Hoffnung, dass ich da irgendwas machen kann, aber. Ist halt nichts. Warum konnte ich jetzt hier hin? Diese Stelle ist nicht von Logik geprägt. Ich habe mich gefreut, dass ich was gefunden habe. Habe aber nichts gefunden. Ohne deine Hilfe schaffe ich es nicht durch die Ratten. Interessant. Ja, da ist brennendes Holz. Das habe ich verstanden. Ja, das ist vollkommen okay. Dankeschön. Das ist jetzt kein Spoiler oder so. Okay, das Spiel hat mir schon mal gesagt, ich muss irgendwas mit diesen Holzdingern da tun. Okay, I see. Aber warum, was muss ich denn mit diesen Holzdingern tun? Ich könnte hier einen Weg mir alleine runterbahnen. Das ist nicht das Problem. Ich könnte hier ohne Probleme gleich einmal lang gehen. Da unten lang und dann wäre ich da unten. Und ich bin niemals schnell genug da hinten. Na, wir werden es gleich sehen. Okay, da konnte ich nicht hochklettern. Was hast du mit den Stöckchen zum Anfang der Ratten getan? Ich hab die Stöckchen, ich hab das Ding geworfen, aber das lindert jetzt mein Problem immer noch nicht. Die Problematik ist, also das Spiel hat mir liebevoll mitgeteilt, dass ich hier irgendwas mit diesen Stöckchen tun muss. Irgendwann blinkt dir das hier ganz hoch. Aber ich habe kein Feuer da. Mein Problem ist, ich habe kein Feuer da. Stöckchen kann ich dem Begleiter zuwerfen. Alles klar, lässt sich das komplett drehen. Gerade raus. Halt durch, Lukas! Lass dir Zeit, solange sie hier nicht hochklettern. So wird es klappen. Hallo. Ja, guter Wurf. Gut gefangen. So, ich bin dran. Oh je. Du schaffst das. Lauf einfach weiter. Ja. Das will ich sehen. Sind nur Ratten, stimmt's? Ja, sind nur Ratten. Kenn ich doch schon. Ja.
Worauf warte ich dann? Na los, los, ja! Wie einfach 10-mal schneller damit ist als ich. Nicht denken! Wie der faule Sack 10-mal schneller damit ist als ich. Es ist ja wohl. Ich habe dort ewig gesessen. Ohne Scheiß, ich wäre da auch nicht mehr drauf gekommen, dass ich denen das hätte zuwerfen müssen. Ich meine, ich hätte jetzt gewusst, ich hätte zu diesem Stockteil gehen müssen, weil das ja vorhin mir schon aufgeploppt ist. Dadurch hätte ich gewusst, so, ich muss irgendwas damit tun. Ich sitz fest, das Ding hängt. Ich kümmere mich drum. Hier ist noch ein Heuballen. Ich zünd ihn an und dann los. Alles klar. Bleib, wo du bist. Weil du hast diese gleich als erstes aber nicht probiert. Echt? Hatte ich das? Ach, krass. Schau mal an. Bin ich ja doch manchmal gar nicht so doof. Yay, ich bin nicht doof. Könnte ich das bitte als T-Shirt haben? Das wäre nett, danke. Jetzt! Komm schon, na los! So, schneller, Junge! Mach schneller! Übrigens, ich mag deinen Kampfschrei. Danke. Damit kann ich schneller rennen, glaube ich. Fast geschafft. Durchatmen. Ich versuche es. Ja, versuch es, ist okay. Ich werde jetzt nochmal... oben noch mal hochgehen. Da waren Messer und Co. Das hole ich mir jetzt trotzdem noch mal. Bloß, dass ich da hinten noch mal Alkohol habe. Und Schnaps lasse ich ja nicht liegen, ne? Also, Schnaps kann ich nicht liegen lassen, Leute. Zu wichtig. Ich frag mich, was da oben ist. Da oben sind wir in Sicherheit. Wir sind ziemlich hoch. Sie warten noch auf uns. Ist ja okay. Wäre ja trotzdem die Materialien. So, Stand jetzt kann ich hier anscheinend noch nicht weiter. Also gehen wir wieder runter. Und schauen, was wir damit machen können. Ich habe noch keine Ahnung. Wenn es bei dir verbuggt war, ist natürlich ärgerlich. Aber ja, bei mir jetzt Gott sei Dank nicht. Dafür habe ich aber auch 50 Stunden gebraucht, um das Rätsel wieder zu lösen. Ne? Also ich könnte jetzt einen verbrennen, um einen Alkohol da hinten zu bekommen. Wir müssen beide, dass das nicht hinhauen wird. Junge! Jetzt kann ich es dir nicht zuwerfen, oder was? Nö. Warum auch? Gut, wir sind fast da. Ich hoffe, in Marseille ist es besser. Wenn der Orden ihn in die Finger kriegt, ist es zu spät. Die sind nicht alle wie Vaudan, Amicia. Das Risiko können wir aber nicht eingehen. Ein Biester. Aha, naja, sie warten noch auf mich. Ich wäre aber gern darüber gekommen. Immerhin habe ich die Lösung. Aber warum ich das jetzt hier nochmal habe,
Ja, schaut mal, wie sie zu mir hingezogen werden. Also nur für einen. Ja, ganz ehrlich, nur für einen. Wird das nie verhindern. Wo soll Stöckchen? Ja, halt nicht. Alles klar, in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Slideshow.